Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Ja, beim letzten Mal haben wir gegen Schwerthold und Schwertschild, keine Ahnung wie, und heute, also die zwei Clowns gespielt, gekämpft. Also ich habe gegen den einen Clown gekämpft, der andere hat gewonnen gegen Hopp. Und ja, die machen die Giga-Maximierung irgendwie, bauen die Scheiße mit. Ja. Und ja. Ah, da bist du ja, Zentus. Es herrscht das reinste Chaos. Die Messwerte für Gala-Partikel in Turfield hatten sich gerade normalisiert. Wir schlagen die Detektoren in den Stadien von Kalton und Engine City wie verrückt aus. Aber erzähl mir doch erstmal, was hier genau passiert ist. Maßlos übertreiben. Was? Ein dynamaximiertes Pokémon hat das Stadion zu Kleinholz verarbeitet? Moment mal, aber das Stadion steht doch noch. Diese beiden Clowns stecken dahinter. Oh, Sania. Nanu, was machst du denn hier ab? Und Ness, du bist auch da. Was bringt dich ins Turfield-Stadion? Solltest du nicht in Spikeford sein? Warum? Als ehemaliger Arenaleiter kann ich mich ja wohl herumtreiben, wo ich will. Aber egal jetzt. Sind etwa auch in anderen Stadien Dynamax-Pokémon ausgetickt? Ganz genau. Aus den anderen Städten erreichten mich ähnliche Orte hohe Werte wie aus Turfield. Dann könnte auch Mary in Gefahr sein. Keine Sorge, in Spikeford scheint momentan noch alles im Lot zu sein. Bisher schlägt der Detektor nur in Kalteon und Engine City aus. Puh, verstehe. Wir können auf keinen Fall tatenlos rumstehen und Däumchen drehen. Wir werden diese Typen wahllos Pokémon zur Dynamaximierung zwingen. Das siehst du doch auch, oder? So, oder, Zentus? Wir müssen die beiden aufhalten. Schon, aber dazu müssen wir erstmal wissen, wo sie überhaupt stecken. Das Aufspielen der beiden Clowns könnt ihr mir überlassen. Wenn ich aus Augenzeugenberichten aus dem Internet abgleichen sollte, ich hier aufhalte, ist es relativ leicht ermitteln können. Dann überlassen wir die Recherche, Sania, stimmt's? Wir sollten derweil die anderen Stadien nach den beiden durchkämmen. Schön. Ich habe aber erstmal was anderes vor. Und zwar möchte ich mal nach Sirchester. Erstmal unsere Pokémon heilen gehen. So. So, okay. Ich wollte nämlich was anderes gucken gehen. Und zwar wieder da oben rein. Wie ich hier einfach im T-Shirt rumrenne, ey. Bei der Kälte. Ups, falscher Knopf. Mann. Hier war was, ne? Dein Pokédex zu vervollständigen ist harte Arbeit, also immer dranbleiben. Und wenn du fertig bist, komm wieder bei mir vorbei und zeig mir dein vollendetes Werk. Ja. Okay, das geht also noch nicht. Okay. Man soll ja irgendwo noch den Ovalpin kriegen, das weiß ich ja auch. Wow, sag bloß, du bist jetzt offizieller Champ. Hut ab, stolze Leistung. Mein Name ist übrigens Morimoto. Auf einen so starken Trainer wie dich habe ich nur gewartet. Na, hättest du Lust auf ein Kämpfchen gegen mich? Das heißt, wenn du genug Mumm hast. Ja. Klasse, das wollte ich hören. Bin bereit, meine Morimoto läuft schon auf euren Touren. Mein Morimoto? Okay. Morimoto vom Game Freak. Setzen.
Go Gaston und Kaektor Goppel an. Ja, das neue Corazon. Die Weiterentwicklung. Dann machen wir mal Dynamax-Kanone und Aero-Arsch. So. Okay. Wow. Ja, heil dich doch mal komplett. Ist klar. Der Abgangswert steht bei 3. Alles klar. Und der hat natürlich Taucher eingesetzt. Ist richtig. Naja. Gegen Gorgonzola angreifen wir es mal. Und Gorgonzola vor allem. Weg mit dir! Roshakui, du bist dran. Mach es fertig. Och man. Ach, hat Schaufel eingesetzt. Ich hab gerade kurz geschrieben, deswegen habe ich das nicht gesehen. Ups. Aussetzer. Die Kanone, ne? Ja. Abgangsgesang. Ist auch so eine blöde Attacke, ey. ach. Wir können Dina maximieren, sehe ich gerade. Okay, dann machen wir das einfach mal. Ja, setzt du nochmal Top-Genesung ein? Warum auch nicht? Sackgesicht, ey. Naja, komm mal her, Waschakwil. Dina Maximierung. Oder Giga-Dina Maximierung. Nee, nicht Giga, sondern einfach nur Dynamaximierung. So. Drachenpuls. Und weg damit. Los. Yep. Kaokto ist erledigt. So, Waschakwil ist Level 60 jetzt. Dynadüse. Attacke. Ja, natürlich. Naja, die Geschwindigkeit steigt erstmal davon. Abgesang. Wow. Humanoid. Das ist ein Stein-Pokémon. Ah, kann ich die jetzt einsetzen? Nö, immer noch blockiert, alles klar. Drachenpuls und Dynafaust. Okay. Drachenpuls. Attacke. Weg ist es. Abgesang wirkt und mein Pokémon wird mitgerissen. War doch so, ne? Oder nicht? Bäm. Wow. Sehr effektiv. Ah, sehr effektiv. Angriff steigt. Steinkante. Aua. Mein Name ist Pokémon. Tschüss. Das war klar, dass es jetzt komplett besiegt ist. Ja, dann komm mal her, Lostolot. Dann rufen wir dich mal. Jetzt kommt das andere davon auch eben, ne? Katapultra. Genau dieses komische Pokémon. Leber. Roshock, wie kriegt der Leber? Stahlflügel. Ein Donnerwelle. Paralysiert. Paralysiert. Vor allem, wir kämpfen in ein, na sag schon, in ein Hotelzimmer, weil das sieht aus wie ein Stadion.
Ja, warum nicht, ne? Kann ich die immer noch nicht einsetzen? Nö. Natürlich nicht. Attacke! Natürlich habe ich noch nicht sortiert. Warum auch nicht? So. Drachenpolz. Warum ich mal die Attacken sage, ich habe keine Ahnung. Aber weg ist es. Katapultra wurde besiegt. So. Edinalus Level 63 schon. Lostelot 66. Geht auch auf allmählich auf die 70 zu. Aua. Das hat aber weh. Ach, noch eins. Wie viel hat er denn? Oh, komplett 6. Geht immer noch nicht. Doch. Hier wieder. Alles klar. Gegen wem war das? Sehr effektiv. Sehr effektiv. Machen wir das. Durchbruch. Dynamax-Kanone. Attacke! Ja, ja. Und tschüss. Oh. Durchbruch. So. Das war's für dich. Das habe ich aber auch noch nicht. Geht mir halt auch noch das Pokémon. Relaxo. Relaxo. Ja, Giftstreich machen wir einfach mal. Und Durchbruch. Ah ja. Yep, ist klar. Wir haben es ja schon eingesetzt, also können wir es nicht mehr einsetzen. Naja. Schade, nicht vergiftet. Hätte ja klappen können. Dünner Erdstoß. Naja. Vergrab dich mal. Sandsturm wirkt wahrscheinlich wieder. Spezialverteidigung steigt. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen, ne, Relaxo? So. Das war knapp. Und ist damit. Und tschüss. Okay, weg ist es. Aha. Okay, okay. Morimoto von Game Freak wurde besiegt. Letzten Endes bin ich eben doch der stärkste und beste von allen. Zumindest in meinen Träumen. Okay. Menschenskinder, du bist vielleicht stark. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Für deinen Sieg über mich hast du dir eine Belohnung verdient. Du hältst einen Ovalpin. Sehr schön. Das ist gut für die Streams dann. Ja. Ovalpin. Ein mysteriöser ovaler Glücksbringer, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, im Hort Eier zu finden. Lass uns das bald mal wiederholen. Gut. Dann muss ich dann auch nur noch alle Pokémon fangen. Also, dass der Pokédex komplett ist. Dass wir den Schillerpin kriegen. Aber das dauert noch eine Weile. 139 und 288 gesehen. Ja, aber das ist halt schön mit der Anzeige, dass du die so schneller fangen kannst. Würde ich sagen. Finde ich zumindest. Und natürlich wieder wetterabhängig, ne? So. So.
Vorher nochmal. Einmal reingehen. So. In einer halben Stunde muss ich los zur Arbeit. Ich habe keine Lust. Gut, dass die Folge eh später kommt, wenn ich das gesagt habe. Pokémon? Nicht das. Ich muss mal ganz kurz das gucken. Was anderes. Pokédex. Das sind die. Wo haben wir ihn denn? Besser. Ihn gibt's hier. Habitat von Humanoid. Okay, das Wetter ist also egal. Ist also egal. Ah, hier gibt's ihn auch. Aber nur bei Sonne. Aber mein Bruder braucht den eben nicht. Wenn er den nicht schon hat. Okay. Humanoid. Ich hab schon wieder vergessen. Wo war das? Hier. Also ein Stückchen runter. Route 10. Ja. Will ich mal gucken, ob ich den auch kurz finde. Dann wollen wir mal auf zur Route 10. Ja. Ach, guck mal, unser Teddy. La. Ein Sneebel. Geh weg. Hey, wo bist du? Geh weg, Sneebel. Meistens ist dieser Ausrufezeichen diese Pokémon. Ach, guck mal. Ein Siberio. Ein Siberio. Oh, oh, oh. 44. Mal gucken, ob wir es platt machen oder nicht. Oh, sehr schön. Schöner Volltreffer. So. Gut. Dann fangen wir ihn mal. Einfach fangen. Versuchen zu fangen. Wenn es drin bleiben will. Ja. Natürlich kriegt Siberio keinen Schaden, ist ja klar. Ist halt ein Eis-Pokémon. Jetzt bleibst du aber drin. Gefangen. Siberio wurde gefangen. Yeah. Aber komisch, dass Humanoid in diesem Gebiet hier oben gibt. Siberio. Packeis-Pokémon Eis. Die Reste, die es aus der gefrorenen Atem erzeugt hat, sind Täter als Stahl. Er schwimmt auf der Suche nach Futter durch die Eismeere. Okay. Na, Pantymaus. Merkwürdiges Vieh, ey. Na, du bist im Kommen. Was bist du? Okay. Ein Galatropo. Haben wir doch schon. Oder? Nö. Haben wir echt noch nicht? Na dann. Bestimmt platt gemacht. Genau. Kann es sein, dass wir das beim ersten Mal auch gemacht haben? Ich weiß das nicht mehr.
Das war hier. Hier war auch so eine Grasfläche noch. La 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 la. Was haben wir denn hier? Okay, noch so eins. Gelatropo. Was damit? Bestimmt auch viel zu effektiv. Nein? Okay. Bam 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 bam. Aufruhr, ey. Was für eine Attacke. So. In der Folge machen wir halt mal ein bisschen was anderes. Oh. Gut, ein super Fangping, ne? Dafür ist er ja auch da. Sehr schön, das hat schon mal geklappt. Gelatropo wurde ein Trakel. Gelatropo. Für ein Pokémon Eis. Es vergrößert seinen Körper, indem es klares Wasser trinkt. Bei gutem Wetter ist es eher selten anzutreffen. Ah ja. Ja. Hier gerade zu suchen. Nö. Naja. Ich wollte eh gerade nur den Oval Pin holen. Deswegen. Und das andere, was ich meinte mit diesen. Mit dieser Wertung. Dafür müssten wir hier dann kämpfen. Und bis 4 kommen. Ja. Da müssen wir bis 4 kommen. Geht das? Teilnehmen. Teilnehmen. Und teilnehmen. Frage ist, schaffen wir das denn? Bis 4 und dann können wir nicht gegen Delian nochmal kämpfen. Ja. Und dann kriegen wir diese Richterwertung. Vielen Dank, dass du gegen mich kämpfst, obwohl ich noch sehr jung bin. Schnipsi Mikey. Aber allzu lange kann ich eh nicht mehr machen. Ein Galoppa! Kampfmusik! Giga Dino Maximierung geht hier auch. Begrenzer. Okay. Ui. So. Aha, vergiftet. Aha. Ah ja. So, gut. Dynamix-Kanone. Schutzschild, natürlich. Jetzt aber. Bam. Attacke. Es geht. Gena, na super. Was ist damit? Glammwurf? Ist halt effektiv, aber auch nicht zu effektiv. Ach klar. Jo. Heil du dich mal. So, ich bin eingeschlafen, na super.
Heilen können wir uns ja auch nicht. Traumfresser. Wirkt ja nichts. Lockklinge. Oh, das war knapp. Hätte nicht komplett besiegt werden können. Ach man, jetzt macht das Schutzschild. Dann schlafe ich ein wahrscheinlich, wenn ich nicht treffe. Das Problem ist, er macht gleich wieder Traumfresser. Was schon weh. So. Muss mal kurz meinem Bruder zurückschreiben. So. Okay. Sorry. Zack. Fertig. Ja, ja. Ich dachte mir schon, dass ich keine Chance gegen dich haben würde. Du erhältst 2 GP. Möchtest du weiterkämpfen? Nö. Vielen Dank, Bäre uns bald wieder. Jetzt müsste das halt anders aussehen. Kämpfen. Anfänger Klasse 1. Wie gesagt, ich muss halt bis 4 kommen. Dann kann ich gegen Delian nochmal kämpfen und du kriegst dann die Richterwertung. Aber jetzt würde ich sagen, werde ich jetzt mal die Aufnahme beenden. Ach nee, ich wollte nochmal eine Sache probieren. Es hieß, falscher, ich hab doch hier gedrückt. Einmal kurz online gehen. Wenn du Linktausch machst und 1234 eingibst, dann sollst du ein perfektes IV-Dito kriegen. Schauen wir einfach mal. Passwort eingeben. 1, 2, 3, 4. Okay. Möchtest du mit dem Passwort fortfahren? Ja. Ich schaue einfach mal, ob das so funktioniert. Weil es heißt ja, dass das so klappen soll. Na, na, na. Ja. Oder ich müsste das abends nochmal machen. Würde ich mal so sagen. Warten wir nochmal einen Moment. Batterieleistung lässt nach. Ja, ja, ich weiß. Jetzt wurde ein Linktausch gefunden. Okay. Ich nehme einfach irgendeins dafür. Gelatini. Ah ne, okay, was ist das? Okay. Also ist das doch nicht mehr. Tausch abgebrochen. Ach komm, du mich auch. Tschüss. Weil ich irgendeins nehmen würde. Naja, ist egal. Dann würde ich sagen, speichere ich hier noch einmal ab. Und zack. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Pokémon Schwert. Und dann machen wir den Rest der Story weiter. Bis dann. Ciao, ciao.